Hey Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meine Beauty-Tipps für euch, meine Beauty-Geheimnisse. So geheim ist es nicht, weil ich verrate euch ja hier alles. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr dazu wissen möchtet, was euch zu meinen Routinen interessiert. Ich mache dann gerne noch einen weiteren Teil, wenn ihr Lust habt dazu, weil alles kann ich hier nicht beantworten. Es sind teilweise Sachen, die ich schon seit Jahren so mache und deswegen legen wir los. Ganz, ganz oft kam die Frage, wie bleiben deine Haare gesund? Wie hast du es geschafft, dass sie lang werden und trotzdem gesund bleiben? Drei Dinge. Und zwar erstens, ich schneide zwischen den Friseurbesuchen meine Spitzen ein bisschen selber. Und ich gehe deswegen auch nur zweimal im Jahr ungefähr zum Friseur. Und wenn ich jetzt dazwischen aber nichts machen würde, ich meine, die sind lang, ich färbe sie, ich verwende Hitze und so weiter, man kriegt einfach Spliss. Und ich glaube, dann würde jedes Mal ein ziemliches Stück beim Friseur abgehen. Denn der kann ja nicht jede kleine Strähne einzeln durchgucken und sagen, ja, hier ist ein bisschen, dann schneide ich da ein bisschen den Spliss raus. Und dazu teile ich mir meine Haare einfach ab und schaue das so ein bisschen durch. Und ich schneide wirklich nur das, was Spliss ist. Das Ganze mache ich aber auch so, ich würde sagen, einmal im Monat maximal. Und das nächste, das hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ist, ich mache ab und zu so eine Kokoshaarkur. Reines Bio-Kokosöl, gebe das in die Längen und Spitzen und lasse das einwirken. Am besten sogar über Nacht, wenn es geht. Und dann wasche ich das ganz normal aus. Und das mache ich so, ich glaube, einmal im Monat ungefähr. Und es ist so, so gut für die Haare, wenn die trocken sind. Und das dritte, was ich mache, ich gebe meinen Haaren ab und zu hitzefrei. Das heißt, ich föhne sie nicht, glätte sie nicht, locke sie nicht. Macht euch eine schöne Flechtfrisur oder ein Dutt, aber versucht die Hitze zu reduzieren. Dann kam als nächstes ganz, ganz oft die Frage, was kann man gegen Pickel und Mitesser tun? Wie hast du so reine Haut bekommen? Ich habe euch auch schon ein Video gemacht, extra zu dem Thema. Das kann ich euch auch nochmal verlinken, falls ihr das ausführlich wollt. Mein Nummer 1 Tipp, immer abschminken. Wenn ich mich in der Vergangenheit nicht abgeschminkt habe, habe ich meine Lektion gelernt. Ich habe einfach Pickel bekommen. Meine Wimpern sind mir abgebrochen und ausgefallen. Ansonsten verstopfen eure Poren und ihr bekommt einfach Pickel und Mitesser dadurch. Dazu ist es aber auch wichtig, wie ihr euch abschminkt und welche Produkte ihr verwendet. Ihr wollt nämlich Sachen, die gründlich sind, damit wirklich alles runtergeht. Gleichzeitig soll das aber eure Haut natürlich nicht mega stressen noch dazu. Es kam auch die Frage, welche Abschminkprodukte verwendest du von Fabienne, sie wollte nämlich, dass ich sie grüße, also liebe Grüße Fabienne. Und zwar verwende ich im Moment die Clinique Take the Day Off Reihe, vor allem sehr, sehr gerne den Balm. Die Reihe ist einfach wirklich so schön sanft und die tut so gut, aber sie kriegt wirklich alles runter. Und dieser Balsam ist so genial. Der ist erstmal so fest im Tiegel und dann nehmt ihr euch so ein bisschen was raus, aber dann auf dem Gesicht, wenn ihr das so verreibt, dann schmilzt das so auf der Haut und wird zu so einer Emulsion und es fühlt sich so gut an, sage ich euch. Und ihr könnt damit das Make-up abnehmen im Gesicht, ihr könnt euer Augen-Make-up damit abnehmen, alles. In der Reihe gibt es auch noch eine Reinigungsmilch, mit der könnt ihr auch das Make-up entfernen oder Reinigungstücher mit Micellenwasser getränkt. Immer sehr wichtig nochmal, das Gesicht mit etwas zu waschen. Und da das so ein Zwei-Schritt-Prozess bei mir ist, gucke ich einfach immer, dass beide Produkte sehr sanft sind. Und ich liebe Reinigungsschäume zum Gesicht waschen. Oh mein Gott, ich finde das immer so zart. Mein Gesicht ist danach super sauber. Ich creme mein Gesicht dann noch ein. Das ist für mich immer so der Moment, wo auch der Tag zu Ende geht und ich so runterkomme. Also wenn es euch auch so geht, sagt mal Bescheid. Falls ihr Lust habt, das auch mal auszuprobieren, habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Ihr kriegt 15% bei Clinique auf alles. Schreibe euch alle weiteren Infos dazu in die Infobox. Und das Thema ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar ist tägliches Schminken schlecht für die Haut. So wie ich meinen Haaren hitzefrei gebe, gebe ich meinem Gesicht auch Make-up frei, ganz, ganz oft. Also allgemein heutzutage sind die meisten Make-up-Produkte wirklich nicht mehr so schlecht für die Haut. Ich glaube trotzdem, wenn man 7 Tage die Woche Make-up drauf hat, ist das nicht so gut. Also ich bin so ziemlich die Hälfte der Woche mindestens ungeschminkt. Was benutzt du, um kleine Haare im Gesicht zu entfernen? Zum Beispiel Augenbrauen, Damenbart. Also für meine Augenbrauen nehme ich einfach eine Pinzette. Ich habe außerdem auch eine kleine Schere. Meine Augenbrauenroutine habe ich euch auch irgendwann mal abgedreht. Und für hier über der Lippe nehme ich einen Epilierer. Das tut ein bisschen weh, aber das tut Waxing und so alles andere auch. Und Rasieren kommt gar nicht in Frage. Ich habe jetzt auch nicht so den krassen Bart, sage ich mal. Aber da ich dunkle Haare habe, gibt das so einen Schatten. Kennt ihr das? Also wenn es euch auch so geht und ihr wisst nicht, woher das kommt, das sind diese feinen Härchen mit einem Epilierer, der dann so einen Aufsatz hat, der dann ein bisschen kleiner ist. Und ja, so mache ich das. Und sonst mache ich nichts im Gesicht so weg. Außerdem ganz, ganz oft gefragt, Nägel. Was machst du für deine Nägel? Wie bekommst du die lang? Ich trage immer Nagellack.
Und das ist bestimmt etwas, wo viele mir widersprechen und sagen, das ist nicht gut für die Nägel. Es ist wirklich aber bei mir so, dadurch, dass ich immer Nagellack trage, habe ich das Gefühl, meine Nägel sind geschützt. Und zwar ist auch der Trick, 4 Schichten drauf zu haben. Moment, ich höre richtig, wie euch die Augenbraue hochgehen, wenn ihr euch denkt, was? Ich kann es erklären. Und zwar einmal Nagelhärter. Da nehme ich diesen Nail Repair Mikrozell 2000. Ist auch gut, damit sich die Nägel nicht so verfärben. Dann 2 Schichten vom Nagellack. Es gibt ganz, ganz selten Nagellacke, die nur mit einer Schicht decken und schön aussehen und halten. Und dann noch ein Topcoat. So hält das aber auch bei mir eine Woche lang mindestens. Ich mache das meistens so, dass ich Nagelhärte, Nagellack lackiere und dann am nächsten Tag mache ich mir dann den Topcoat drauf, weil sonst trocknet das eben ewig nicht. Die Frage fand ich auch sehr, sehr gut. Wie testet man in der Drogerie den perfekten Foundation-Ton? Nicht am Handrücken, sondern am Hals. Ihr tragt euch einfach, ihr nehmt euch diese Tester und dann tragt ihr euch hier so am Hals, am besten so 2, 3, zwischen denen ihr schwankt, auf. Und dann könnt ihr sehr schön erkennen, was in die richtige Richtung geht. Macht erstmal einen dicken Swatch und dann verblendet ihr es ein bisschen. Und so wie ihr halt euer Make-up auch auftragt. Und dann sollte man eigentlich gar nichts sehen. Und das, was man gar nicht sieht, das ist dann das Richtige für euch. Nächste Frage, Tipp, wie Augen-Make-up länger hält, außer eine Base zu benutzen. Sehr, sehr gut, weil ich verwende auch eigentlich gar keine Base mehr. Ganz einfach, ihr könnt euer Augenlid abpudern. Also wenn ihr euer Puder drauf macht, dann nehmt euch ein kleines bisschen und wie Lidschatten, am besten transparentes, ein sehr leicht deckendes Puder auf die Lidfalte. Falls ihr nicht die Gelegenheit hattet, jetzt bei Instagram zu fragen, könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare eure Fragen fürs nächste Mal stellen und lasst mir einen Daumen hoch da, falls ihr dieses Format noch öfters sehen möchtet. Außerdem schaut beim letzten Video vorbei. Ich habe, wie gesagt, einen richtig coolen DM-Haul für euch hochgeladen, der ein bisschen, sage mal, ungeplant war. Und das ist auch noch meine Infobox verlinkt. Ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!